Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Montagmittag, kurz Nachmittag und ich starte jetzt mit dem Video. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder im Abstellraum, das auch gleichzeitig unser Waschraum ist und Heizungsraum und so weiter. Und ich habe vorhin die Bettwäsche bei uns abgezogen und schmeiße die erste Maschine für heute an. Gerade habe ich ein BH von mir mit einem Vorwaschmittel von Amway eingesprüht, damit es einfach besser sauber wird. Ja, und dann geht es auch schon weiter. In der Küche ist der Geschirrspüler dran. Gestern Abend haben wir den noch angeschmissen gehabt, aber ich hatte bis jetzt ja keine Lust, sage ich mal ganz ehrlich, das Ding auszuräumen. Aber irgendwann mal muss ich das machen, also mache ich das jetzt. Außerdem hat sich auch ein bisschen Geschirr angesammelt, was gestern nicht reingepasst hat und eben auch, was die Familie zum Frühstück gebraucht hat und nachher ich ja auch. Und ja, das muss jetzt einfach alles einmal in den Kasten eingeräumt werden und dann wird der Kasten eigentlich auch schon voll. Und ich räume jetzt einfach die Küche ein bisschen auf. Es hat sich da auf der Spüle ein bisschen was angesammelt, was zum Abtropfen da stand. Das verräume ich jetzt einmal, genauso wie das ganze saubere Geschirr wandert direkt in die dazugehörenden Schränke. Rafi war vorhin da schon und hat sich die restlichen Stückchen Fleisch warm gemacht von gestern Abend, was wir vom Grillen noch übrig hatten, so dass jetzt auch der Bottich für diese Warmhaltebehälter auch leer geworden ist. Also schmeiße ich den auch direkt in die Spülmaschine rein und dann kann der Kasten auch schon laufen und ich mache einfach weiter. Ich habe gerade den Herd und die Arbeitsplatte eingesprüht, damit es ein bisschen anwirken kann, und wische in der Zwischenzeit einmal den Tisch sauber. Also das Übliche, das was jeden Tag immer wieder mal anfällt, wenn man ja die Küche einigermaßen sauber haben will. Die Family ist nun mal morgens ganz früh weg, da kann ich auch schlecht von ihnen verlangen, dass sie das jetzt erledigen. Das mache dann immer ich, wenn ich die Zeit dazu habe, gleich morgens, und wenn ich nicht die Zeit oder irgendwann keine Lust oder gesundheitlich wie heute auch nicht ganz so gut ging es mir früh morgens. Deswegen habe ich das alles ein bisschen erstmal beiseite gepackt und bin langsam in die Gänge gekommen. Aber jetzt geht's wieder, deswegen erledige ich das jetzt ganz schnell alles. Der Topf, der hat nicht mehr in die Spülmaschine gepasst, also wasche ich den per Hand aus. Und ja, die Küche ist dann ratzfatz innerhalb von, keine Ahnung, halber Stunde, dreiviertel Stunde wieder komplett in Ordnung. Neue Handtücher aufhängen, Wasserkocher aufsetzen und dann ist auch schon die Waschmaschine fertig. Eigentlich wollte ich diesen Wäschekorb, der da steht, reparieren. Da ist wieder der Griff abgebrochen, aber ich will den Korb nicht wegschmeißen, weil der so praktisch und stabil ist sonst. Das muss dann mein Mann machen, wenn er da ist. Ich habe nämlich dieses starke, super starke Klebeband nicht gefunden. Ja, jetzt habe ich die Wäsche rausgeholt, stopfe gleich die nächste Wäsche rein und habe den Kindern nach oben gerufen, dass sie mir auch Wäsche runterbringen sollen. Easy ist auch in der Zwischenzeit eingetrudelt. Und während ich darauf warte, mache ich einmal diesen Fach sauber. Und dann werfe ich die Maschine an und gehe raus, um die Wäsche aufzuhängen. Aber vorher muss da erstmal ein bisschen was abgenommen werden, was da jetzt so hing. Ich hatte keine Kraft, Lust, gestern Abend noch die Handtücher da abzunehmen. Also mache ich das jetzt.
Ich habe mir nur keinen leeren Wäschekorb mitgenommen, deswegen packe ich die saubere Wäsche erstmal da auf diese Kommode. Und wenn der Wäschekorb mit der nassen Wäsche leer ist, dann packe ich die saubere, trockene Wäsche einfach rein. Die Bettwäsche von Zezzo ist wirklich super. Ich kann euch nur empfehlen, wer es noch nicht getan hat, guckt euch auf der Seite um. Ich habe euch vor ein paar Tagen ja die neue Aktion von Zezzo vorgestellt. 3 nehmen, 2 bezahlen, wenn es gleichwertige Sets sind. Guckt einfach vor ein paar Tagen im Video, da habe ich euch auch den Link dazu gelassen. Vielleicht gefällt es euch auch. Uns gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm auf der Haut. Man kann sehr gut dran schlafen. Und schön sieht die auch noch aus. Ja, die Wäsche ist jetzt aufgehängt und ich schmeiße schon mal was fürs Abendessen in den Ofen. Ich habe auf dem Blech ein bisschen Salz und Zucker drauf gestreut und jetzt schneide ich einfach die Tomaten in der Mitte durch, sodass der Strunkteil halt oben, ne, so in der Mitte, und packe die mit der Schnittseite auf dieses mit Zucker und Salz bestreuten Blech. Und dann kommt das Ganze in den Backofen unter Grill, also bei Grillfunktion direkt ganz oben. Bei ungefähr 210 Grad habe ich das jetzt gemacht, 220, wenn es, habe ich jetzt nicht so ganz genau aufgepasst, für ungefähr 15-20 Minuten. Und dann kann man die einfach super gut von der Haut befreien und die Tomaten, die schmecken dann in der Suppe oder in der Soße sowas von lecker. Das Aroma entfaltet sich so gut eben, ne, unter Grill und ja, eben auf Salz und Zucker. Kann ich nur empfehlen und vor allem die Haut ist dann wirklich super schnell weg. Man kann es einfach nur, seht ihr nachher ein bisschen später, wie ich das mache, entfernen. Ja, und der Geschirrspüler ist schon wieder fertig. Also räume ich den aus und packe das, was gerade da ist, rein. Vor allem eben die Dosen von meiner Familie. So Easy ist ja vorhin angekommen, hat ihre Dose und Thermobecher gebracht. Und irgendwann mal trudeln auch die Männer rein und dann packe ich ihre Dosen und Becher auch direkt rein. Da kommen die auch schon. Seht ihr, Christian ist als erster drin. Ich habe die dann gebeten, draußen eine Kleinigkeit für mich zu erledigen. Die haben dann die Erde, die wir im Frühling gekauft haben, noch was da war in den Säcken, mir in die Hochbeete reingekippt, verteilt. Ich esse eine Nektarine, trinke ein Schlückchen Wasser und dann kann ich die Zeit, in der die Tomaten übergrillt werden, auch wieder sinnvoll nutzen, und zwar mit Wäsche. Letzte Woche, Ende der Woche, habe ich ja ein paar Waschmaschinenladungen gehabt, aber nicht zusammengelegt. Und das erledige ich jetzt. Danach rufe ich die Kinder zusammen, so dass sie dann die Wäsche auch gleich mit nach oben nehmen können. Dann steht die Wäsche von der letzten Woche nicht mehr hier rum und ich, ja, dann steht dann die Wäsche von dieser Woche. Dirk hat gleich ein paar Klamotten mitgenommen und geht duschen. Dann haben wir gerade noch ein bisschen was Organisatorisches bequatscht für morgen. Er hat mich gebeten, was für ihn morgen zu erledigen.
Ja, da kommt auch schon der Erste und holt seine Wäsche ab, gibt mir erstmal ein paar Knutscher. Und ich latsche dann in die Küche. Zwischendurch musste ich ja nachgucken, wie weit meine Tomaten sind, die waren aber vorher noch nicht. Dann habe ich die irgendwann mal rausgeholt. Jetzt sind die ein bisschen abgekühlt und ich kann ganz schnell die Haut von den Tomaten abziehen. Und dann packe ich die erstmal in eine Schüssel oder einen Teller und kümmere mich um die anderen Zutaten, die ich gleich für die Suppe brauche. Und in meinem Fall sind das ein paar Kartoffeln, eine Karotte, eine Zwiebel, eine Solo-Knoblauch und eine Paprika. Das schäle ich jetzt einfach mal ganz schnell und dann nehme ich euch beim Kochen etwas genauer mit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran. Wir haben Montag schon wieder und zwar kurz vor 6 schon. Ja, ich habe euch heute ein bisschen durch meinen Tag mitgenommen. Das, was ich so an etwas größeren Sachen halt erledigt habe. Natürlich nicht bei jeder Kleinigkeit, nicht bei jedem Handschlag, das ich hier jetzt erledigt habe, aber bei den Sachen, die etwas größer sind, etwas länger dauern und so weiter. Da habe ich euch mitgenommen. Der Tag ist noch lange nicht vorbei. Ein paar Sachen stehen noch an. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Aber bevor ich da irgendwas noch mache, muss ich das Abendessen in Arbeit bringen. Und ich habe euch gerade gezeigt, das habe ich aber schon mehrere Male gezeigt, deswegen habe ich diesmal wieder nur im Schnelldurchlauf hinter der Kamera sozusagen, habe ich euch gezeigt, wie ich die Tomaten von der Haut befreie. Ich mache das immer so oder oft. Es gibt natürlich auch die Methode, dass man die ins kochende Wasser reinwirft oder mit kochendem Wasser überbrüht oder wie auch immer. Aber diese Methode gefällt mir am besten. Es schmeckt einfach auch anders, diese Übergrill-Methode im Ofen. Gefällt mir wirklich am besten, deswegen mache ich das auch so. Und ich weiß, dass einige von euch da draußen das auch schon ausprobiert haben und auch für gut befunden haben. Ja, ich freue mich natürlich immer über Feedback, wenn ihr irgendwas von mir ausprobiert, nachgemacht habt, ist das immer schön, wenn ich dann Rückmeldung bekomme, ob das euch auch so gefällt oder nicht oder was auch immer. Wozu habe ich denn jetzt die Tomaten enthäutet? Für eine Tomatencremesuppe. Mir ist schon die letzten Tage immer danach gewesen, aber ich habe fürs Wochenende eine andere Suppe gekocht. Deswegen gibt es heute Tomatencremesuppe. Und dafür habe ich die Tomaten eben enthäutet, aber es wird nicht reichen. Ich werde welche noch aus der Dose nehmen müssen. Aber wenigstens ein guter Teil davon ist jetzt aus dem eigenen Garten. Genau wie die Zwiebel, die ich jetzt, weil mein Butterschmalz im Topf schon heiß geworden ist und zischt, deswegen werde ich die jetzt einmal grob schneiden und in den Topf schmeißen und dann erzähle ich euch, was bei mir alles noch reinkommt. Aber als erstes die Zwiebel grob geschnitten. Die Zwiebel ist auch aus dem Garten und rein damit. Damit die Zwiebel einmal gut Röstaromen annimmt, schmeckt einfach am besten tatsächlich. Ja, da brutzelt die Zwiebel schon und ich schneide jetzt ganz grob auch
eine Möhre, die kommt auch mit rein. Und die Möhre darf auch ein paar Röstaromen annehmen. Genau wie die eine Peperoni, die schmeiße ich auch noch mit rein. Die wird aber rausgeholt, wenn es soweit ist. Und die Solo-Knoblauch, die kommt auch mit dazu. Was ist mein Schatz? Das wird eine Tomatenkäse sein. Dafür sind die Tomaten? Ja. So, und jetzt kommen noch die Kartoffeln mit dazu. Alles einfach nur grob geschnitten. Die Kartoffeln nehme ich immer in eine Cremesuppe rein, damit die Suppe einfach weniger ist und nicht ganz so intensiv, zum Beispiel jetzt eben tomatig ist. So, auch die Kartoffeln dürfen ein bisschen anrösten. Und dann auch eine Paprika aus unserem Garten kommt auch mit rein. Und ich gebe Tomatenmark dazu. Weil, wie gesagt, so viele Tomaten hatte ich bis jetzt noch nicht im Gewächshaus. Ich habe ja schon ein paar Tage jetzt gesammelt, damit ich wenigstens ein bisschen was für die Suppe zusammen habe. Ja, ein bisschen Tomatenmark wird auch noch mit angeröstet hier. Und jetzt kommen die Tomaten. Mit rein. Ein klein bisschen Wasser, damit die Schüssel einmal ausgespült ist. Und ja, ich muss jetzt unbedingt noch eine Dose aus meinem Vorrat dazu nehmen, weil das einfach nicht genug Tomaten sind. Ich hole jetzt schnell eine Dose. Moment. Jo, ich hole, habe jetzt eine Dose geholt. Einfach gehackte Tomaten. Und auch ein Päckchen passierte Tomaten. So ein kleines Päckchen. Ich finde diese Päckchen so schön. Die sind nicht zu groß, wenn man jetzt eine kleine Portion Soße oder sowas kochen will. Passt das perfekt. Okay. Oder jetzt wie heute einfach mal ergänzen. Passt das sehr gut. Genau. Noch ein bisschen Tomaten passiert. Und dann beides einmal mit Wasser ausgespült, damit die sauber in den Mülleimer reinkommen. Ja, jetzt sieht das gut aus. Und das Ganze darf vor sich hin blubbern. Mal probieren. Die Tomaten, die haben ja im Backofen auf einem Bett aus Salz und Zucker gegart. Aber natürlich ist es nicht genug. Deswegen gebe ich jetzt einfach noch zusätzlich Salz dazu und lasse die einmal weich kochen. Also alles hier. Die Peperoni wird nachher rausgeholt. So, zack. Weich kochen bei etwas schwächerer Hitze, so auf 7. Das reicht vollkommen aus. Jetzt koche ich das alles, aber natürlich bleibe ich hier nicht dabei stehen oder sitzen. Ich werde einfach weiter was im Haushalt erledigen. Ein paar Sachen stehen noch an. Und ja, das darf dann blubbern. Ich muss ja nicht hier dabei aufpassen.
Genau. Das hier in den Mülleimer alles. Was in den Geschirrspüler kommt, auch in den Geschirrspüler rein und so weiter. Ja, und während die Suppe vor sich hin blubbert, packe ich das, was ich jetzt benutzt habe, in den Geschirrspüler rein. Wasche per Hand einfach mal schnell die den einen Thermobecher von Dirk, den will er nicht im Geschirrspüler haben, den wasche ich ihn mal schnell ab, genau wie eben das Blech, was ich vorhin benutzt habe und eben die Thermoskannen der Männer, und dann ist die zweite Waschmaschine auch schon fertig und ich habe mir meine Tochter geschnappt, die lief gerade unten rum, komm jetzt hilf mir, dann geht das schneller. Und wir hängen einfach zusammen schnell die zweite Waschmaschinenladung auf. Nebenbei sind da die Katzen die ganze Zeit bei uns und lenken Isi natürlich ab. Und jetzt bin ich auch wieder in der Küche. Ich schneide mal ein Glas Würstchen und packe die in ein extra Schälchen, stelle die dann so auf den Tisch und jeder kann, der will, sich Würstchen in seine Suppe reinpacken. Ich habe heute keine Würstchen bei mir reingepackt, aber die anderen schon. Ja, und jetzt püriere ich einfach das ganze Gemüse einmal gründlich durch. Und dann hole ich ein bisschen Kochsahne und Creme Leicht Kräuter. Das kommt dann auch in die Suppe bei mir mit rein, aber nicht in das ganze Päckchen von der Kochsahne, sondern nur vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte. Das wird dann jetzt noch einmal gründlich durchgemixt, probiert und abgeschmeckt. Es kommt noch ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker mit dazu und dann gebe ich noch Basilikum rein. Ich habe nur gefrorenen, also kommt gefrorener Basilikum rein und ein paar Lorbeerblättchen. Und danach wandert die Suppe einfach nur noch für ein paar Minuten auf den Herd bei sehr, sehr schwacher Hitze und zwischendurch dann natürlich umrühren nicht vergessen, damit nichts irgendwie am Boden des Topfes anbrennt. Und während die Suppe noch kurz vor sich hin blubbert, decke ich einmal den Tisch, verräume wieder das, was ich nicht mehr brauche, in den Geschirrspüler, decke den Tisch und sauge einmal die ganze untere Etage durch. Dann habe ich das auch schon mal erledigt und wir können dann in Ruhe essen, wenn es soweit ist. Und zum Durchsaugen nehme ich wieder den Staubsauger, den ich vor einigen Tagen euch vorgestellt habe. Das Ding ist wirklich sehr gut, gefällt mir, also mit jedem Gebrauch immer mehr. So, ihr Lieben, fertig ist das Abendessen. Ja, ich habe schon den Tisch gedeckt. Die Würstchen, die sind in einem Extraschälchen. Ich mache die jetzt nicht in den Topf rein, sondern jeder kann sich die auf seinen Teller so machen, wie er will. Also, ob einer mit Würstchen oder ohne Würstchen essen will, das ist jedem selbst überlassen. Genau. Ich werde jetzt die Bande zusammentrommeln, wir werden essen und danach geht es weiter. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und da nehme ich euch mit. Also, bis gleich.
Ja, und nach dem Essen habe ich den Geschirrspüler einmal schnell eingeräumt und angeschmissen und dann bin ich auch wieder nach draußen. Hab mir Easy geschnappt und mache ein bisschen was im Garten. Und zwar die Hochbeete, die stehen ja jetzt leer. Wir haben alles rausgerissen, was eben nichts mehr geworden ist. Das, was wir davon eben aufessen konnten, haben wir dann, ne, was gewachsen ist. Aber es ist eben nicht wirklich viel gewachsen, sodass die Beete auch schon wieder leer sind. Und das will ich natürlich nicht. Dirk und Christian haben mir vorhin ein bisschen Erde, was da noch war, in den Säcken reingekippt in die beiden vorderen Beete. Und jetzt sehe ich einfach ein bisschen was aus, was auf jeden Fall, denke ich, noch was wird. Und zwar ein paar Kräuter. In diesem Beet habe ich Dill, Schnittlauch und Basilikum. Und in dem anderen Beet habe ich ein paar Reihen Salat, also Pflücksalat und Feldsalat ausgesät. Und ein paar Reihen Radieschen. Das sind so die Sorten von Gemüse und Kräutern, die auf jeden Fall mehrmals im Jahr ausgesät werden können. Und genau das mache ich jetzt und drückt einfach mal die Daumen, dass es was wird. Isabel habe ich dann gebeten, nachdem sie da die Reihen geschlossen hat, die Gießkanne zu holen und einmal das alles zu gießen. Zwischendurch gießt sie dann mich auch noch aus Versehen gleich. Werdet ihr gleich sehen. Ja, da habe ich gerade Wasser abbekommen. Und dann hilft sie mir noch ein bisschen Wasser ranzuschleppen für die Tomaten im Gewächshaus. Die müssen auch wieder mal gegossen werden. Da reift auch immer mehr. Ich freue mich so riesig. Ich kann vielleicht die nächsten Tage irgendwann mal ein paar Gläser Tomatensauce einkochen. Das wäre richtig bombastisch, wenn das klappen würde, wenn jetzt auf einmal so größere Menge Tomaten reif werden würden. Ich habe dann noch eine Gießkanne von oben geholt und hole dann selber auch noch Wasser. Isabel habe ich dann gebeten, noch im Gurkenhaus einmal zu gießen und dann mir eine Kanne zu holen. Ja, und dann gieße ich einmal die ganzen Tomaten im Tomatenhaus. Und dann sind noch ein paar Blümchen dran. Ich muss unbedingt dann eine große Kanne Wasser nach vorne mitnehmen. Vors Haus, da habe ich ein paar große Blumentöpfe mit Hortensien und so. Ich glaube, meine Mutter wird mich dafür ja einen Kopf kürzer machen, weil die Hortensie, die will bei mir nicht wirklich gut wachsen und blühen. Naja, die wusste eigentlich, worauf sie sich einlässt, als sie mir das Ding abgegeben hat. Ja, und dann gieße ich noch die Blumen in ein Bottichen auf der Terrasse. Und dann bin ich endlich für heute fertig. Ich habe doch einiges erledigt im Haushalt und im Garten. Ja, irgendwann mal ist auch dann endlich Feierabend. So, ihr Lieben, alles erledigt. Wir haben jetzt ein paar Minuten vor 8. Dirk und Isi machen sich gerade Brote für morgen. Christian macht das meistens morgens früh. Genau. Und ich habe fast alles erledigt von dem, was ich auch erledigen wollte. Nicht alles. Ich muss jetzt ganz schnell noch hoch und unser Bett beziehen. Ich habe das ja heute abgezogen, aber noch nicht bezogen. Ups, naja, das ist auch ganz schnell gleich erledigt. Aber das, was so alles andere betrifft, so ein bisschen Haushalt, ein bisschen Garten, habe ich jetzt abgehackt. Genau, nur die Betten. Und ich muss, oh ja,
Ich muss gleich noch, wenn ich den PC angemacht habe, für Rafi ein Schulbuch noch bestellen. Irgendeine Lehrkraft kam gerade an. Er hat mir heute Morgen eine Nachricht geschickt mit ISBN-Nummer und so weiter. Muss ich jetzt unbedingt noch bestellen, weil die brauchen das Buch dann wohl wieder. Bei Rafi ist es ja jetzt so, man muss nicht alles gleich bestellen, sondern erst nach Aufforderung der Lehrkräfte. Weil manche Bücher, die dann jetzt auf der Liste stehen, brauchen sie nicht wirklich, weil der Lehrer oder Lehrerin irgendwie oder nicht gleich jetzt, ne, sofort auf der Stelle. Deswegen so nach und nach. Aber ich habe schon für Rafi an Schulbüchern, die nicht ausgeliehen werden, sondern gekauft werden müssen. Was habe ich denn jetzt schon bezahlt? Auf jeden Fall irgendwas über 100 Euro mittlerweile. Ja, ist nun mal Gymnasium, ne? Naja, egal. Morgen will ich unbedingt noch kurz los. Ich habe sowieso Termin, ne, Physio. Und danach fahre ich einfach direkt weiter. Ich muss für Easy einen erweiterten Führungszeugnis beantragen. Die schafft es einfach zeitlich nicht. Wegen der Öffnungszeiten vom Amt, ne, mache ich. Und für Dirk muss ich sein Medikament bei den Ärzten bestellen. Und da muss ich aber vorher seine Karte einlesen lassen, weil er diesen Quartal noch gar nicht da war. Und auch die Befreiungskarte vorlegen. Das heißt, ich bin morgen erstmal ein bisschen unterwegs und dann werden wir sehen, was ich noch alles schaffe. Die Suppe war meiner Meinung nach sehr lecker. Dirk auch. Die Kinder haben gemosert. Die waren nicht ganz so begeistert von der Tomatencremesuppe, weil die einfach, vor allem Raffi und Ise, die mögen gar keine Tomaten, außer in Ketchupform. Und Christian mag zwar schon gerne Tomaten, aber irgendwie hat ihm die Suppe nicht ganz so gefallen. Egal. Ganz ehrlich, ich habe heute das gemacht, was ich machen wollte. Wozu ich Lust hatte, ohne groß Rücksicht drauf zu nehmen, was der Rest der Meute will. Wenn die jetzt Hunger haben, wenn die jetzt nicht genug gegessen haben, können sie sich gerne was noch machen. Keine Ahnung. Toast oder was weiß ich, irgendwas. Aber ab und zu habe ich mir gesagt, mache ich das, wozu ich Lust habe und nicht immer nur das, was die anderen hier wollen. Ja, mir hat die Suppe sehr lecker geschmeckt. Also ich liebe ja sowas. Manchmal, wenn wir irgendwo in Restaurants sind oder so, bestelle ich mir auch so eine Tomatensuppe oder sowas. Als wir letztens mit Dirk zusammen hier bei uns einen Gutschein eingelöst haben im Restaurant, da haben wir uns auch vorneweg eine kleine Suppe, also auch Tomatencremesuppe, geteilt, bevor wir das Hauptessen dann gekriegt haben. Ich mag das total gerne, also wer von euch Tomatensuppe mag, probiert meine aus, macht nach, also die ist wirklich sehr lecker. Genau. Ja, das war jetzt mein Nachmittag tatsächlich. Das, was ich jetzt alles aufgenommen habe, habe ich irgendwo ab Mittag angefangen aufzunehmen. Vormittag habe ich nicht viel erledigt. Vormittag habe ich hier am Handy ein bisschen Zeit verbracht, E-Mails beantwortet und eure Kommentare und so weiter. Deswegen, also das, was ich jetzt erledigt habe, ist nur der Nachmittag und Abend. Dafür, sage ich mal so, bin ich jetzt ziemlich zufrieden. Ja, das war jetzt das Video von heute. Haushalt, Gartenarbeit, ein bisschen kochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Für euch ist das kostenlos. Für mich bedeutet das aber ziemlich viel. Und ja, auf die Glocke klicken. Ich kriege manchmal Kommentare, ja, gab es wohl keine Videos schon länger. Oder in so Privatnachrichten auf Insta, Facebook, sonst wie. Aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir. Es gibt wirklich
jeden Tag ein Video oder fast. Es ist ganz, ganz selten, dass mal kein Video kommt. Aber dann gibt es auch einen triftigen Grund dazu dafür. Aber ansonsten gibt es wirklich jeden Tag einen Vlog von mir. Klick auf die Glocke und dann bekommt ihr Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online gegangen ist. Ja, das war es dann jetzt. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.